Willkommen zur Videolösung der ersten Serie von der vierten Aufgabe. Hallo Tommy. Hallo Raphael. Gut, also ich lese vor. Nebenstehende Grafik zeigt die Geschwindigkeit v eines Teilchens entlang einer Achse als Funktion der Zeit t. Teilaufgabe a. Bestimmen Sie mit Hilfe der Grafik die Funktion v von t, also die Geschwindigkeitsfunktion in Abhängigkeit der Zeit t. Ja, ich zeichne hier nochmal kurz die Grafik hin, damit klar wird, was wir da genau machen. Wir haben einen Geschwindigkeitsverlauf eines Teilchens, von einem Massenpunkt, der hat zu Beginn eine Geschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde. Der nimmt dann, die Geschwindigkeit nimmt dann kontinuierlich ab, und zwar so wie in der Grafik gezeigt. Das hier ist dann eben die Funktion v von t, welche wir finden wollen. Ja, was ist das hier? Das ist eine Gerade. Die Formeln für eine Gerade, die kennen wir. Das eine kurze Frage. Die Geschwindigkeit, die nimmt schön gerade ab. Das ist also eine lineare Beschleunigung, oder? Genau. Mit einer negativen. Also das ist eine konstante Beschleunigung. Genau. Und die Beschleunigung ist negativ. Genau. Genau. Weil die Beschleunigung ist ja die Änderung der Geschwindigkeit in einem bestimmten Zeitintervall. Ganz genau, wenn jetzt die Geschwindigkeitsänderung nicht konstant ist, dann ist das die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit. Hier müssen wir jetzt das nicht so genau machen. Wir können uns das eigentlich sofort aufschreiben, nämlich diese Funktion, wir kennen die Form dieser Funktion. Ich schreibe jetzt einfach mal die Gleichung für eine Gerade hin. Ich nenne das die Steigung a mal t plus ein Anfangswert bei t gleich 0. Das wäre b. Den können wir hier einzeichnen. Das hier würde dem b entsprechen, und die Steigung der Kurve, die können wir zum Beispiel so herausfinden, indem wir irgendwo ein Delta y, nenne ich jetzt das mal, einzeichnen und das zugehörige Delta x. Das heißt, das a finden wir raus, also die Steigung finden wir raus, indem wir den Höhenunterschied über die Horizontalentfernung berechnen. Könnte man dem Delta y jetzt auch einfach Delta v sagen? Das ist ja, könnten wir auch machen. Die Geschwindigkeit. Genau. Delta v können wir auch schreiben. Das ist ja im normalen xy-Koordinatensystem wäre es Delta y, aber ich kann das hier umschreiben. Nennen wir das doch so. Das wäre jetzt in diesem Fall, so wie ich es hier eingezeichnet habe, wären das 0 Meter pro Sekunde minus 10 Meter pro Sekunde über der Horizontalabstand, oder eben die Zeitdifferenz wäre jetzt in diesem Fall eine Sekunde. Wir hätten also eine Steigung oder einen Wert für a von minus 10 Meter pro Sekunde im Quadrat. Ganz wichtig, die Einheiten nie vergessen, die müssen immer stimmen. Ja, das Gleiche können wir jetzt noch für b machen. Das b können wir eigentlich direkt aus
dem Graphen rauslesen. Das entspricht einfach unseren 20 Meter pro Sekunde im Quadrat. Entschuldigung, 20 Meter pro Sekunde. Das ist natürlich eine Geschwindigkeit und nicht eine Beschleunigung. Jetzt ganz wichtig bei dieser Aufgabe, es wurden zwar Zahlen gefragt in der Teilaufgabe A, weil wir eine Formel für oder einen Ausdruck für V von t bekommen wollen, also quasi das Endresultat für diese Aufgabe wären eben diese minus 10 Meter pro Sekunde im Quadrat mal t, die Zeit t plus 20 Meter pro Sekunde. Jetzt ist aber ganz wichtig, jeweils diese Zahlen für Folgeaufgaben nicht mitzuschleppen. Man soll immer möglichst allgemein bleiben und für Folgeaufgaben, falls das V von t wieder verwendet wird, lieber die Grundformel mit den Variablen verwenden und nicht die ausgerechneten Zahlen. Das ist eine häufige Fehlerquelle und das kann so gut vermieden werden. Dann gehen wir doch weiter zur Teilaufgabe B. Gut, ich lese Teilaufgabe B vor. Integrieren Sie Ihre Funktion v von t und bestimmen Sie dadurch x von t, falls x von 0 gleich x0 gleich 1,5 Meter gilt. Genau. Also ich zeichne nochmal ganz kurz, nur zur Erinnerung, die Funktion hin. Hier haben wir V in Meter pro Sekunde, hier haben wir die Zeit in Sekunden. Unsere Funktion, die sieht etwa so aus. Was wir jetzt wollen, ist der Weg. Wir wissen das Umgekehrte. Wenn wir eine Funktion vom Weg haben, dann ist die Geschwindigkeit die Ableitung dieser Funktion oder die Geschwindigkeitsfunktion findet man, indem man die Ableitung bildet aus der Funktion des Weges. Umgekehrt ist der Weg das Integral der Geschwindigkeitsfunktion. Das Problem dabei ist, dass das Integral nur bis auf eine Konstante genau bestimmt ist. Man kann sich eigentlich einfach mal, indem man sich entweder den Graphen anschaut oder vielleicht die Stammfunktion schon kennt, überlegen, wie diese Funktion in etwa aussehen könnte. Wir haben zu Beginn eine positive Geschwindigkeit, das heißt, der Weg wird langsam zunehmen. Dann nimmt die Geschwindigkeit ab, bis sie 0 ist. Und wird dann langsam negativ und das je länger, je mehr. Unsere Funktion wird in etwa so aussehen. Ich habe jetzt hier bewusst schon mal eine Parabel hingezeichnet, weil ich weiß, dass die Stammfunktion einer linearen Funktion der Zeit eine parabolische Funktion ist. Und wie ich vorhin gesagt habe, ist leider die Suche nach einer Stammfunktion nur bis auf eine Konstante bestimmt. Das heißt, ich kann zu dieser Funktion, die ich jetzt hier eingezeichnet habe, immer noch eine Konstante dazu zählen. Und was ich damit erreiche, ist, dass meine Funktion im Nullpunkt oder im Nullpunkt an einem, zu einem, einen anderen Wert hat. Ich nenne den Wert jetzt einfach mal x0. Und die ganze Funktion ist dann halt um den Wert x0 auf der Streckenachse verschoben. Das einfach mal, damit man sich das besser vorstellen kann, führen wir die Integration jetzt doch einfach mal konkret durch. Wir suchen die Funktion x von t, das ist das Integral über die Geschwindigkeitsfunktion von 0 bis t
nach V von T' nach dt' plus eben den Anfangswert x0. Kann ich ganz kurz etwas fragen? Genau, ja. Wieso machst du da Striche bei den T's? Das mache ich so, weil ich nicht nach der gleichen Variable integrieren kann wie meine Grenzen. Das hier sind meine Integrationsvariablen und meine Grenzen, also ich über die ich integriere, sind meine Variablen, die mir schlussendlich in der Formel noch bleiben. Also das x von t, das ist das t bei der Grenze. Genau. Und die t', das ist quasi deine Laufvariable von der Integration. Genau. Okay. Also das hat schlussendlich, das sind mathematische Gründe. Ich könnte nicht die nach der gleichen Variable integrieren wie die Variable meiner Grenzen. Ich muss die einfach umbenennen. Ja, und jetzt, wie gesagt, jetzt setzen wir nicht die fertigen Resultate aus der ersten Teilaufgabe ein, sondern wir bleiben bei den formalen Ausdrücken. Das heißt, ich schreibe V von T' jetzt so. Und jetzt integrieren wir das. Das gibt mir schlussendlich ein Zweitel a von t' plus b mal t'. Das Ganze, das ist jetzt bereits die Stammfunktion, da bilden wir jetzt eben die Differenz von 0 bis t. Das x0 bleibt natürlich da hinten. Wenn ich jetzt diese Differenz hier bilde, das ist nichts anderes als ein Zweitel a von t' plus b mal t' minus ein Zweitel a mal 0 plus b mal 0. Ich glaube, du hast noch das Quadrat vergessen bei... Da hast du völlig recht. Bei dem ersten t'. Absolut. Hier kommt natürlich ein Quadrat hin. Ganz wichtig. Ja, wenn wir diese Integration jetzt fertig hinschreiben, kommen wir ein Zweitel a t Quadrat plus b t plus x0. Man sieht, jetzt kommt wieder die Variable t vor, weil wir jetzt für das t' die Grenzen t und 0 einsetzen. Ja. Das ist jetzt eigentlich die fertige Lösung der Teilaufgabe B. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, sind die gegebenen Zahlen einzusetzen. A haben wir in Teilaufgabe A berechnet. Das sind die minus 10 Meter pro Sekunde im Quadrat. Das B sind die 20 Meter pro Sekunde. Und das x0 ist der verlangte Startpunkt aus der Aufgabenstellung. Das sind die 1,5 Meter. Das heißt, wir können das fertige Resultat gleich so hinschreiben. Es gibt dann minus 5 Meter pro Sekunde im Quadrat mal t Quadrat plus 20 Meter pro Sekunde mal t plus die 1,5 Meter. Ganz wichtig bei so einem Resultat, man kann immer schon eine Idee dafür bekommen, ob man richtig gerechnet hat oder ob man nicht was falsch gemacht hat, indem man sich die Einheiten anschaut. Und wir sehen hier, haben hier 5 Meter pro Sekunde im Quadrat, wird multipliziert mit einer Zeit im Quadrat. Das heißt, wir bekommen hier für diesen Term die Dimension Meter. Hier haben wir 20 Meter pro Sekunde multipliziert mit einer Zeit. Wir bekommen also wieder die Dimension Meter. Hier haben wir sie sowieso schon. Alles ist also in der Dimension Meter. Von den Dimensionen her stimmt das Resultat also sicher mal.
Das ist immer eine gute Kontrolle. Gut, ja. Dann gibt es noch Teilaufgabe C und da ist gefragt, um was für eine Bewegung könnte es sich handeln? Ja, das hat jetzt natürlich auch ein wenig mit Erfahrung zu tun. Wenn man verschiedene Bewegungstypen mal kennt, einen kennen wir eigentlich seit Geburt und das ist der Fall einer konstanten Beschleunigung gegen die Erde hin, nämlich die Erdbeschleunigung. Oder anders gesagt, wenn wir einen Körper haben, den wir mit einer bestimmten Anfangsgeschwindigkeit V0 in horizontale, vertikal nach oben werfen, dann erfährt dieser Körper eine permanente Beschleunigung in Richtung der Erde, nämlich eine Beschleunigung g, die ist konstant, die Geschwindigkeit dieses Körpers nimmt also konstant ab. Mit anderen Worten, das könnte zum Beispiel ein Wurf senkrecht nach oben sein oder zum Beispiel auch ein schiefer Wurf, wobei nur die Y-Komponente beachtet wird. Ja, und diese 10 Meter pro Sekunde im Quadrat, das ist auch ein Wert, den man sich irgendwann mal merkt. Das ist ungefähr 9,81 Meter pro Sekunde, das ist die Erdbeschleunigung. Also es ist wirklich wahrscheinlich genau. Ein freier Fall auf der Erde. Es gibt natürlich auch noch ein freier Fall irgendwo auf einem anderen Planeten, dann wäre die Beschleunigung ein anderer Wert. Aber die Form der Funktion würde gleich bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Verabschiede mich. Vielen Dank, Tommy. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.